Hallo und herzlich willkommen, ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute gibt es mal wieder ein Video aus unserer Reihe zu den Strategien. Und was viele von euch gefragt haben, Kalenderspreads, was ist das, wann kann man sie nutzen, ist das überhaupt was Sinnvolles? Wir reden drüber. Also, Kalenderspreads, das sind ja oder Kalenderspreads, die Strategie an sich ist ja sehr, sehr verbreitet. Es gibt viele Bücher auch darüber, beziehungsweise viele Artikel in Büchern, einzelne Kapitel, die sich mit dem Thema Kalender beschäftigen. Aber trotzdem ist es immer noch so, dass viele gerade Optionseinsteiger sich nicht so recht an das Thema Kalender herantrauen und das Ganze eher so ein bisschen mit Abstand betrachten. Und vielleicht kann ich euch heute aber ein klein wenig den Weg zu den Kalendern öffnen. Kalenderspreads sind, das muss ich gleich vorweg sagen, nicht ganz unumstritten, weil viele sagen, es gibt bessere Möglichkeiten. Und jetzt ist es natürlich so, dass man nie sagen kann, also ich halte das für grundsätzlich falsch, diese Strategie ist besser als jene Strategie. Jede Strategie, egal was sie ist, hat ihre Vor- und Nachteile. Und genauso ist es natürlich mit Kalenderspreads. Es gibt die einen, die schwören auf Kalender, die handeln fast nichts anderes. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ah, hör mir auf mit Kalendern, ich mache lieber Butterflies oder sonst irgendwas. Bevor wir uns selber entscheiden, ob das nun gut oder schlecht ist, reden wir erstmal darüber, zu was kann man denn Kalender überhaupt nutzen, wie sind sie denn überhaupt aufgebaut. Also, Kalenderspreads sind, klassische Kalenderspreads, sind erstmal sogenannte Debit-Spreads. Das heißt also, Debit bedeutet, wir müssen, um einen Kalenderspread zu eröffnen, am Anfang Geld bezahlen. Bei den meisten Optionsstrategien, die wir ja hier besprechen, bekommen wir ja am Anfang Geld. Also das heißt, sind Credit Spreads. Ne? Wir verkaufen einen Call oder wir verkaufen einen Put oder einen vertikalen Spread und dann bekommen wir Geld dafür. Hier ist es jetzt so, wir müssen am Anfang Geld bezahlen, damit wir das überhaupt machen kann. Und da könnte man ja schon meinen, aha, wenn ich also was kaufe, dann ist zum Beispiel der Zeitwertverlust mein Feind. Das stimmt aber nicht, denn Kalenderspreads sind so aufgebaut, dass wir trotzdem vom Zeitwertverlust profitieren. Und zwar, wie funktioniert das? Ein klassischer, normaler Kalenderspread ist beispielsweise so aufgebaut, dass man sagt, wir haben hier in irgendeinem Underlying, meistens wird das gemacht mit Aktien oder mit ETFs beispielsweise, mit Indexoptionen, dass wir sagen, was weiß ich, wir haben hier einen Strike, von mir aus ein 150er Strike. So, das ist der Strike. Und jetzt kann man eigentlich wählen, macht man das mit Puts oder macht man das mit Calls. Das spielt eigentlich keine Rolle. Aufgrund der sogenannten Put-Call-Parität funktioniert das mit Puts genauso gut wie mit Calls. Es gibt aber viele Händler, die sagen, naja, ich mache es lieber mit Puts. Aber letztendlich spielt es keine Rolle. Okay? So, und jetzt passiert Folgendes. Stellt euch vor, ihr hättet hier eine Restlaufzeit in einer Option von 30 Tagen und in der anderen von mir aus von 60 Tagen. Und jetzt wird Folgendes gemacht. Jetzt wird diese Option wird verkauft. Also sagen wir mal, wir machen das Ganze auch mit Puts. Das heißt, dieser Put wird verkauft und der an der längeren Laufzeit, der wird gekauft. So, und machen wir mal hier ein Zahlenbeispiel dazu. Und jetzt kostet das von mir aus, der kostet irgendwie, wir kriegen hier 3,00, also das heißt, wenn es eine Aktienoption wäre, $300 und für den müssen wir mehr bezahlen, weil er hat ja eine längere Laufzeit. Längere Laufzeit am gleichen Strike muss die Option teurer sein, das ist nun mal so. So, und das heißt also, die kostet von mir aus, also das heißt hier, die kriegen wir die 300 und hier müssen wir eben bezahlen, was weiß ich, 700, okay? So. Das heißt, unterm Strich bekommen wir oder müssen wir bezahlen $4 für diesen Spread. So, für diesen Kalenderspread. Und deswegen auch Debit. Ne? Wir wenden am Anfang Geld auf, weil der längere Laufzeit, der Put mit der längeren Laufzeit kostet mehr als der Put mit der kürzeren Laufzeit. Wie kann man jetzt aber damit überhaupt Geld verdienen? Mal noch bevor wir hier irgendwelche P&L-Diagramme und so aufzeichnen. Die Idee dahinter beruht auf dem Zeitwertverlust. Würde man nämlich jetzt davon ausgehen, dass man sagt, wenn sich nichts verändert, das heißt also der Preis würde stabil bleiben, die Volatilität würde stabil bleiben, wir wissen alle, das ist nicht so ganz wahrscheinlich, aber man muss ja immer von einem Grundsatz ausgehen,
dann würde doch Folgendes passieren. Dann würde man, dann würde hier der Zeitwertverfall in der viel größer sein. Das habe ich übrigens gemerkt, gerade das Beispiel ist falsch. Das darf nicht 5, 7 kosten, sondern zum Beispiel würde die nur 5 kosten. Sonst funktioniert es nämlich nicht. Das heißt, hier, wir würden 2 insgesamt bezahlen. Okay? Also angenommen, die kostet uns 3, die bringt uns 3, die kostet uns 5, insgesamt kostet das uns $200. So. Und was würde denn jetzt passieren? Wenn jetzt angenommen, der Wert, oder wenn die Zeit einfach vergehen würde und es würde sich nichts verändern, ne? Was würde dann passieren? Diese Prämie würden wir vollkommen vereinnahmen. Also angenommen, der Zeitwert, der hier in dieser Option ist, wäre vollkommen weg dann. Das würde ja bedeuten, wir würden hier, machen wir nochmal einen anderen Stift dazu, wir würden hier $3 gewinnen. Ja, wir sind die Option Short, Zeitwert verschwindet, das heißt, wir gewinnen $3. So, was müsste jetzt die kosten, wenn 30 Tage vergehen? Dann ist das ja das gleiche wie hier. Das heißt, die hat dann noch 30 Tage Restlaufzeit. Und wenn diese Option jetzt 3 kostet und die jetzt 2, dann muss dieselbe Option, wenn sich nichts verändert im Underlying von der Volatilität, dann muss die in 30 Tagen 3 kosten. Und das bedeutet ja, dass wir hier in dem von 3 auf 2 2 verlieren, hier aber 3 gewinnen, und somit unterm Strich $1, sprich $100 pro Option Gewinn machen. Und das liegt einfach daran, weil der Zeitwertverlust in der Option mit der kürzeren Laufzeit höher ist als der Zeitwertverlust in der Option mit der längeren Laufzeit. Okay? Jetzt gucke ich mal, ob ich hier noch ein Plättchen habe. Jawohl. So, und das ist also der Punkt Nummer 1. Wie können wir mit so einem Kalenderspread Geld verdienen? Nämlich über den Zeitwertverfall. So, die verkaufte Option, die kürzere Option, hat einen schnelleren Zeitwertverfall als die gekaufte Option. Und deswegen ist das, obwohl wir am Anfang Geld aufwenden, hilft uns hier der Zeitwertverfall. Das heißt, ein Wert, der komplett seitwärts laufen würde, und wir würden einen Kalender darauf machen, der hätte dann Vorteile für uns. So, oder beziehungsweise wir würden dann Geld verdienen. Was ist jetzt der Grund, warum trotzdem viele Leute Kalender machen, obwohl sie dafür Geld aufwenden müssen oder zusätzlich noch machen müssen? Und das hat etwas mit der Volatilität zu tun. Das ist auch der umstrittene Teil bei Kalendern. Aber damit wir erstmal den Grundsatz haben, warum ist jetzt das hier anders als bei normal verkauften Optionen? Wenn wir 2 Optionen haben mit unterschiedlichen Laufzeiten, das heißt hier die eine mit 30 Tagen und die andere mit 60 Tagen, und wie gesagt, bei einem klassischen Kalender sind beide Strikes gleich, bloß unterschiedlich von der Laufzeit. Die hier ist Short, ne, Short Put, Long Put. So, dann haben diese Optionen noch etwas außer dem unterschiedlichen Zeitwert anders, nämlich die Volatilität, und zwar das sogenannte Vega. Und wer sich an unsere Serie erinnert, wo wir die ganzen Griechen mal vorgestellt haben, je länger eine Option läuft, umso größer ist ihr Vega. Und Vega heißt ja, ich schreibe es mal mit hierher, Vega. Vega heißt doch, um diesen Wert nimmt die Option zu, wenn die Volatilität um 1% ansteigt. So, also das heißt, 1% Volatilität nach oben, dann nimmt diese Option eben hier viel mehr zu, als bei der. Die sind wir short. Bei jeder Short-Option ist es negativ, wenn die Volatilität ansteigt. Okay? Das heißt, wenn die Vola ansteigt, verlieren wir auch mit der. Aber da diese Option ein größeres Vega als diese Option hat, überkompensieren wir mit dieser Option den Volatilitätsverlust, den wir hier erleiden. Das heißt, Kalenderspreads eignen sich dann, wenn wir erwarten, dass die Volatilität steigt. Und deswegen weiß man auch schon, wann man Kalenderspreads einsetzt, nämlich immer dann, wenn wir eine relativ niedrige Volatilität haben. Das heißt, du kannst keine Kalender machen, wenn du eine riesengroße Volatilität hast. Weil wenn die Vola natürlich fällt, dann hast du hier eine Option, die bist du long,
die wohler fällt, das wirkt sich viel stärker auf die als auf die aus. Und deswegen macht man das immer in einem Niedrigvolatilitätsumfeld. Also wenn du das machst nach einem Crash, wenn du da Kalenderspreads aufsetzt, dann wird das eine Katastrophe. Wenn du das machst in einer Phase, wo die Volatilität nach oben geht, dann ist das eine super Sache. Die Kritik, die es manchmal an Kalenderspreads gibt, ist folgende. Und zwar, dass man sagt, naja, wenn es jetzt beispielsweise zu einem Crash kommt, dann ist es ja oftmals so, dass die kurzlaufenden Optionen so stark nachgefragt werden, dass die Vola-Explosion in den kurzlaufenden höher ist als in den längerlaufenden. Und dass deswegen dann hier dieser Gewinn, der eigentlich hier entstehen müsste, von dem Verlust hier überkompensiert wird. Man kann das nicht so ganz außen vor lassen, das stimmt. Das heißt, Kalender sind jetzt nicht unbedingt das, worauf man auf einen Crash spekuliert. Wenn du aber normale Verhältnisse hast, und ich meine, hallo, ein Crash, wie oft passiert der denn? Ne? Ist ja nun nicht so, dass wir jeden Monat einen Crash haben. Aber wenn wir ganz normale Rückgänge haben im Preis, der Russell fällt irgendwie mal 3% oder irgendwas, dann funktionieren Kalender. In einem Crash funktionieren Kalender kurzfristig gesehen nicht, weil da eben sehr, sehr häufig die kurzlaufenden Optionen etwas zu teuer werden, auch was die Volatilität betrifft. So, noch das P&L-Diagramm von einem Kalender, das sieht folgendermaßen aus. Was kann man im Vorfeld verdienen? Man weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig. Und zwar, das P&L-Diagramm sieht so ein bisschen aus wie ein Zelt. Das heißt also, wenn beispielsweise jetzt hier das unser Strike ist, wo wir diese Puts verkauft haben, und es würde sich nichts verändern, dann würden wir hier das Maximum erzielen. Ne? Und wenn jetzt das Ganze eben ein bisschen nach links wandert, das heißt der Preis steigt, werden wir ein bisschen weniger verdienen. Wenn wir nach rechts war das hier, wenn wir nach links wandern und der Preis fällt, dann werden wir auch ein bisschen weniger verdienen. Aber wenn eben, wie gesagt, die Volatilität ansteigt, dann passiert oftmals Folgendes, dass dann das hier passiert. Das heißt, dass dieses Zelt aufgeht. So, und das ist vielleicht auch einer der kleinen Nachteile von Kalenderspreads. Man braucht eigentlich, um Kalenderspreads vernünftig handeln zu können, braucht man eine Software. Das heißt, es gibt so kostenfreie Dinge wie das Hotlay-Tool, das könnt ihr euch im Internet runterladen, wir machen euch mal den Link hier unten drunter, oder so Dinge wie OptionView, was wir beispielsweise verwenden, weil meistens, wenn man so einen Kalender, so einen klassischen Kalender aufsetzt, dann seht ihr ja, es gibt hier diese Punkte, wo das Ganze ins Minus kommt, die sogenannten Break-Even-Punkte. Und wenn das passiert, dann muss man den adjustieren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann, das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen, aber dann muss man eingreifen und das kann man schlecht aus den nackten Zahlen herauslesen. Das heißt, es ist immer besser, wenn man eine Software hat, die einem das visuell ein wenig aufbereitet. Und deswegen, man braucht in der Regel zumindest dieses Hotlay-Tool, das auf Excel basiert und da kann man das ein bisschen sich nachbauen. Theoretisch hat man eigentlich hier unbegrenzt, weil man ja eine Option short ist, hat man ein unbegrenztes Verlustrisiko, aber praktisch ist es so, dass das Debit, was man am Anfang bezahlt, dass das eigentlich der Maximalverlust ist. Das ist wieder das Schöne bei Kalenderspreads, dass du eigentlich von vornherein ganz genau weißt, was du verlieren kannst. So, und selbst wenn man jetzt mal wirklich in eine ganz blöde Situation kommt und es kommt der Crash, kann man den in der Regel aussetzen, weil man wird nicht mehr verlieren, als man am Anfang als Debit bezahlt hat. Es gibt, wie gesagt, noch etliche weitere Varianten. Und ihr seht aber schon, an was das ja so ein bisschen erinnert, das Ganze. Wenn wir jetzt, und jetzt nehmen wir auch letzte Formel noch dazu, wenn man das Ganze sich ein bisschen weiterdenkt, ne, dann könnte man auch sagen, okay, was ist denn damit hier? Und da seht ihr, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zum Beispiel zu Butterflies oder, wenn wir es so hier machen, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zu Iron Condors oder eben auch hier zu Strangles. Und deswegen sind Kalenderspreads auch Strategien, um Prämie zu vereinnahmen, auch wenn man am Anfang ein bisschen Geld ausgeben muss, wird meistens in Indizes oder sehr teuren Aktien gemacht. Man kann es machen, wenn die Vola sehr niedrig ist. Also wenn man so denkt, ah, die Vola könnte so langsam ansteigen, direkt vor einem Crash gibt es bessere Methoden. Nach einem Crash sollte man es definitiv nicht machen. Man könnte dann so eine Reverse
Kalender nehmen. Es gibt welche über mehrere Wochen dann, also wo man dann hier hinten das noch viel, viel weiter wegsetzt und dann immer rollt. Aber da gibt es viele, viele Varianten. Aber nur mal so als erste Einführung in das Thema Kalender, glaube ich, ist das schon, kann man sich jetzt ein bisschen was drunter vorstellen. Also nochmal zusammengefasst. Bei einem klassischen Kalenderspread hat man eine oder hat man Optionen am gleichen Strike, aber mit unterschiedlichen Laufzeiten. Man verkauft die kürzere Laufzeit, man kauft die längere. Deswegen ist es ein Debit Spread, man muss Geld aufwenden. Wir verdienen Geld über den Zeitwertverfall, weil die kurzlaufende Option schneller Zeitwert verliert als die länger laufende Option. Und wir profitieren von einem gemächlichen Anstieg der Volatilität, weil die länger laufende Option, die wir long sind, ein höheres Vega als die kurzlaufende Option hat. So, und wem jetzt der Kopf raucht, ne, der spult nochmal zurück, schaut sich das Ganze nochmal an, durchdenkt sich das. Wenn ihr dann Fragen habt, dann schreibt ihr mir das hier unten in die Kommentare. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, Servus, macht's gut. Bye, bye.